Freunde, bevor wir jetzt mit meinem aktuellen Hotelcheck beginnen, befassen wir uns kurz mit der Lage zur Corona-Regelung in Österreich. Österreich beginnt als Vorreiterland zusammen mit Israel im Gegensatz zu vielen anderen Ländern die 3G-Regel zu praktizieren. Das heißt, entweder man ist geimpft, genesen oder getestet. Unter diesen Voraussetzungen und wenn man einen aktuellen Nachweis über seine Situation mit sich führt, darf man sich in Hotels, in Restaurants, in Bars, an öffentlichen Veranstaltungen und Plätzen, auf der Straße und sogar auch in Einkaufszentren ohne Maske aufhalten. Das heißt, man muss sich nur immer aktuell ausweisen können und ist dann von der Maskenpflicht absolut befreit. Außer in den öffentlichen Verkehrsmitteln, da wird die Maske noch erwünscht. Und ich muss jetzt letztendlich sagen, der Besuch in Österreich unter dieser 3G-Regel war für mich lediglich befreiend. Man sieht überall maskenbefreite Menschen und die anderen Länder sollten doch mal überlegen, ob sie nicht auch auf dieser Idee der 3G-Regel mitschwimmen. Also Leute, das ist wirklich was ganz Tolles in Österreich mit der 3G-Regel und ich hoffe, das könnt ihr, wenn ihr jetzt dort bald urlauben solltet, selbst erleben, wenn ihr nicht dort schon wohnt. Und nun kommen wir zu meinem aktuellen Hotelcheck des Motel One Mirabel in Salzburg. Los. Ich bin im Motel One in Salzburg. Ich habe gesagt, ich möchte ein schönes Zimmer. Mal gucken, was die Lady an der Rezeption mir parat gemacht hat. Nummer 415. Direkt am Aufzug. Okay. Schauen wir mal. Ist auf jeden Fall desinfiziert schon mit der Desinfektionskarte. Jetzt werde ich das mal. The precious moments are all lost in the time. Yeah, they're swept away, and nothing is what it seems. The feeling of belonging to your dreams. Listen to your das abschließende Resümee des Motel Ones in Salzburg, mein Resümee. Von einer Skala von 1 bis 10 erhält das Motel One 8 Punkte.
Zwei Punkte Abzug gibt es im Fall, da ich an der Rezeption der jungen Dame gesagt habe, sie möge mir doch ein schönes Zimmer geben, was sie durchaus gemacht hat, meinem Wunsch entsprechend auf Lustseite, allerdings direkt neben dem Aufzug. Das heißt, wenn jetzt Leute rein und rausgehen, im Aufzug habe ich das dann wohl doch mitbekommen. Anderer Punkt Abzug, das Frühstücksbuffet. Leider waren die Platten doch durchgehend weg, nicht gut befüllt und doch schon sehr leer, muss ich sagen. Also die Wurst-, Fleisch- und Käseplatten wurden leider nur sporadisch aufgefüllt. Ansonsten das Müsli-Buffet sah dann doch immer ein bisschen wild aus, da das Müsli nicht nur auf der Ablage, sondern auch teilweise auf dem Boden lag. Also da könnte man eventuell mehr drauf achten. Ansonsten, ja, ich weiß nicht, was die Dame für ein Zimmer frei hatte. Vielleicht hat sie mir das Beste gegeben, was sie da zur Auswahl hatte, zu dem Zeitpunkt, wo ich eingecheckt habe. Und ich muss wirklich sagen, das Personal ist äußerst zuvorkommend, sehr, sehr nett an der Rezeption, sowie als auch im Service. Ja, und das Motel One brüstet sich ja als Designer-Hotel zu erschwinglichen Preisen. Das ist es durchaus, liebe Freunde, denn ich muss sagen, ich habe in diesem Bett hier wirklich, ich habe ein Boxspringbett, hervorragend genächtigt. Ich habe sehr, sehr gut und tief geschlafen. Das Zimmer war auch durchaus sauber. Und auch die Cocktails an der Bar kann ich durchaus empfehlen. Also, liebe Leute, ja, das war jetzt mein Salzburg Motel One Hotel Check. Mit ein paar Impressionen aus der wunderschönen Stadt, Altstadt von Salzburg, entlasse ich euch jetzt in den Tag. Und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Hinterlasst mir doch einen Kommentar, Daumen hoch und schaltet auch nochmal ein, wenn es das nächste Mal wieder heißt. This was Dean's World and I hope you enjoyed. Ciao, Freunde.